Von Tbilisi sind wir heute über die georgische Heerstraße nach Mtshehta gefahren, die ehemalige Hauptstadt des Landes. Vor den Toren der Stadt liegt damals in der antiken Zeit, es gab zwei Königreiche, im Westgeorgien Königreich Kolchis. Also 9 Jahrhunderte lang. Skeeta war die Hauptstadt von Iberien. Und danach, erst im 5. Jahrhundert, zwischen König, Bachtan-Dogasal. Die Stadt dort angesiedelt wurde, die Hauptstadt von In der Mitte des 1. Jahrtausends bis zur Mitte des 1. Jahrtausends nach Christus war sie Hauptstadt der iberischen und katalanischen Könige, die hier im 4. Jahrhundert zum Christentum übertraten und den Glauben zur Staatsreligion erklärten. Sie war eine der wichtigsten Handelsstädte zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer an der Seitenstraße. Im Zentrum der Stadt steht die imposante Svetchetchotveli-Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert.
Die erste Kirche von Mecceta, eine kleine Basilika aus den 30er Jahren des 4. Jahrhunderts, wurde im 11. Jahrhundert durch einen Kreuzkuppelbau ersetzt. Sie ist ein Meisterwerk altgeorgischer Baukunst und bis heute eines der wichtigsten Gotteshäuser im Land, sowie Wallfahrtsort der Georgier. Den Vorgängerbau ließ König Ogur Gazali in eine dreikonische Basilika umbauen, die durch den Morwan, den Tauben, zerstört, Ende des 8. Jahrhunderts wieder errichtet und noch mehrmals in ihren Äußerlichkeiten verändert wurde, bis sie endgültig den architektonisch völlig verschiedenen Kreuzkuppelbau weichen musste. Der Name Sveti Čukoveli bedeutet so viel wie lebensspendender Stamm. Die christliche Tradition kennt wundertätige Ikonen und viele Arten von Kreuzen. Doch die Sveti Čukoveli ist eine rein georgische Erfindung. Und wie so oft geht der Name auf eine Legende zurück, die nichts Geringeren als mit dem Hemd von Jesus zu tun hat, das dieser bei der Kreuzigung getragen haben soll. Als die Jerusalemer Rabbiner nämlich zu Gericht saßen über Jesus und seine Lehre, luden sie Rechtsgelehrte aus allen entfernten Provinzen ein, darunter auch Elias aus Mecceta, dessen Schwester Siodina gab ihrem Bruder mit auf den Weg, keinesfalls für eine Verurteilung zu stimmen. Doch Elias kam zu spät. Jesus war bereits gekreuzigt worden. Er begab sich auf den Berg Golgatha und bestach einen der römischen Legionäre, ihm das Hemd des Gekreuzigten zu überlassen. Mit dem blutgetränkten Hemd von Jesus kehrte er nach Mecceta zurück. Sidonia, die ihren Bruder auf der Schwelle des heimatlichen Hauses empfing, bat Elias, ihr das Hemd zu geben. Sie nahm es, presste es an ihre Brust und sank wie vom Schlag getroffen zu Boden. Noch im Tod wollten ihre Hände das Hemd nicht freigeben, sodass sie gemeinsam mit ihm begraben werden musste. Aus dem Grab aber wuchs eine mächtige libanesische Zeder. Es ist üblich, dass man beim Betreten der Kirche die Männer lange Hosen, die Frauen einen langen Rock und ein Kopftuch tragen. Thank you.
ohne Stütze sozusagen hier halten und es danach wieder wirklich hier errichtet und sicher. Ja. Nach der Christianisierung Georgiens ist dahin natürlich das überhaupt Treffpunkt sozusagen für die Einheimischen, die hier gewohnt haben und es eben nicht alle haben, die Leute als Ziel, als Zuflucht zu tragen, um ein Antwort zu finden. Erst danach wurde das hier, dieses Loch hier gebaut. Und rechts haben wir eine uralte Bücherei. Wir fahren weiter bis nach Gori, der Geburtsstadt Josef Stalins. Wir sehen das Stalin-Museum noch und das noch gut erhaltene Geburtshaus des ehemaligen sowjetischen Diktators. Gori ist mit seinen ca. 65.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Georgiens und befindet sich an der Mündung des Flusses Liakhvi. Urkundig erstmals erwähnt wurde Gori im 12. Jahrhundert. Wir sind jetzt bei Stalins Geburtshaus und dem Museum. Josef Isior Janowitsch Tschungarvili, alias Koba, alias Stalin.
Also die Bilder nach dem Sieg, so eine Parade auf dem, am Roten Platz in Moskau und so weiter und so fort. Und besonders interessant ist das Bild hier. Er litt in seiner Kindheit als Kind sozusagen in einem Infektion, das heißt Pop und Bock. Und er hatte die Narbe. Solche Masken aus seinem Portemonnaie ausgebracht wird. Einen gibt es hier in diesem Museum. Und hier haben wir Bilder, als wie er geschissen ist. Und Khrushchev hat dann so eine Rache auch, also die Georgier, geübt. Und genau zu dieser Zeit ist das Geschenk entstanden, was er von verschiedenen Staaten.
Abschluss des Tag 4 der Rundreise fahren wir nach Kutaisi, die zweitgrößte Stadt des Landes. Unsere Reiseleiterin überraschte uns am Abend noch mit ihrer Gesangs- und Klavierkunst. Ja, okay. Well,